Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen Pfingstmontag, ohne Erwartung. Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen Pfingstmontag. Wünsche ich euch allen in der fünften Folge von Let's Prügel wieder die Mordleiche. Einfach immer fest drauf. Komm schon. Sie unterdecken was? Jawohl. Wieso kann sie nicht angreifen, die Kack, Arsch, Loch, Moor, Leiche und Wert, Scheiße, sterben. Ja, wie schon gesagt, ich nehme die Folge ganz einfach schon mal einen Tag im Voraus auf. Deswegen wünsche ich euch einen. Werdest du bitte sterben? Einen wunderschönen Pfingstmontag. Jo! So geht das. Ich hab so eine Mordleiche. Alles nehmen. Und gib mir dein Knüppel. Knüppel aus dem Sack! Arschloch. Was wollte ich jetzt schon sagen? Machen wir wieder die Truhe auf. Unser namenloser Detlef hat noch immer keinen Namen. Der arme, arme. Ich höre was. Wo bist du? Sven, ich höre dich doch, komm raus. Eieieiei, die Folge fängt ja gut an. Stapfen wir mal darauf den Sonnen. Reden wir wieder mit dem mutigen Hawkins. Ja. Ich hoffe, es ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Der Arbeiter Dwight. Das kennen wir doch schon von der letzten Folge. So. Dann gehen wir noch einmal diesen Dwight suchen. Der war da hinten. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Dwight. Lass quatschen. Es reicht. Du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Meine Rede. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Oh, tja, wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. So, hätten wir mal den ersten. Dann gehen wir das einmal den Hawkins sagen. Wir machen heute. Wir schaffen heute Arbeit ran. Hawkins. Okay, ah, Ich da. hoffe, es ist wichtig. Nein, es ist total unwichtig. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Cool, Geld. Wow, ganze 5 Gold. Jetzt weiß ich, wie sich die Mitarbeiter von. Ja, Craig. Ich bin kein Schmied. Hätte ja sein können. Ich Kessel. kenne kein Rezept. Ja? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Wir haben kein Fleisch. Das heißt noch eine Aufgabe für heute. Fleisch finden. Nein! Ah, Mann. Ich wollte ja gar nicht so tief sinken. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ach so. Wenn es weiter nichts ist. Kämpfer. Da ist nix. Das Bier, das nehmen wir mit. Cool. Wer bist du? Wer bist du? Schurke. Wie kreativ. Wo kann ich hier pennen? Da ist noch ein Bier. Man kann nie genug Bier haben. Oder genug Heilkraut. Es ist so fucking dunkel. Ich könnte eine Fackel anmachen. Oder noch ein Bier. Wo bist du? Dwight, braver Dwight. Junge, du heißt Schurke, ich weiß. Du heißt Schleifstein. Was machen wir jetzt?
Der Craig kommt hier noch mit seinen Betten. Echt jetzt? Ja, auf damit. Hör auf damit, es reicht! Echse am Spieß. Feuer. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Dann nimm die Echse am Spieß, du. Schnuppi. Ja, da geht einer. Warte, wer bist du? Duck. Na, der kann nur handeln mit mir. Wasser! Leute, wir haben Wasser gefunden. Ist ja nett. Wir saufen uns jetzt mal so richtig schön voll. So, es müsste reichen. Boah, ja. Cyberroller. Ich liebe dieses Geräusch. Dann gehen wir mal da lang. Zum Dark. Dann was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Nein. Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Okay. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Oh, wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Ist okay. Ja, keine Ahnung. Wie lang ist es in dem Spiel Nacht? Ist es wieder Tag ist? Wer bist du, Sam? Ich hab mir Geschick beibringen, weiß nicht, was das. Ja, ich hab keine Ahnung, ob sich das was bringt. Warte, ich war irgendwo noch einmal oben und den müsste ich noch finden. Der eine, was sich versteckt. Hallo Dwight! Ich schaue lieber nicht in diese Truhe rein. Ist mir ein bisschen zu riskant. Was machen? Kann ich da ein Blümchen pflücken oder so? It's a running day. Running day. Da hinten ist ein Lager oder so. Wann wird es wieder Tag? Ja, gut, dass ich auf dem Dach oben bin. Hui! Sumpf. Blümchen, Sumpf. So. Wer bist du, Handlanger? Wichtelkappe. Ui, coole Wichtelkappe. Wichtelkappe. Ja, damit. Geschick plus 1. Ist ja geil. Ne, den Nautilus lassen wir mal leben. Was ist das für ein schönes Geräusch? Hä? Hab doch die dunkle Pampa. Ja! Oh. Erfahrungspunkte. Hallo, Fleisch! Hallo, Heilwurzel. So, wir sind jetzt irgendwo im Sumpf. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich suche die Arbeiter. Nette Geräuschkulisse. Ja, so eine nette Geräuschkulisse. Tu das Ding wieder weg! Sorry. Geht doch! Dark, du bist es. Hallo. Wir laufen einfach blindlings entlang. Das sieht cool aus. Lass uns mal da lang gehen.
noch Pflanze. Ach, da ist die Arena. Druidenschleierling. Da geht's auch hoch. Beere. So, Manusen, da haben wir, glaube ich, noch einen Arbeiter. Jawohl, hallo Danny. Was machst du denn hier oben? Mich verstecken. Du bist ein Arbeiter. Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Mhm. Werde ich auch nicht mehr. Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf, an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Ich glaube, wir sind tot. Jupp. Deine ekligen Insekten sind weg. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Ja, sind sie. Nein, wirklich nicht. Na, ich schwöre. Gut. Ich glaube dir. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Cool. Danny, brav ist er. Ja, eine Truhe. Ich kann einfach nicht anders. Ich brauche das Zeug. Tut mir leid, Danny. Was ist dort drüben eigentlich? Ja, ich weiß, wir könnten jetzt zu Hawkins zurückgehen. Ist mir zu dunkel. Ist mir viel zu dunkel. Die pennen am Boden. Ich habe das entscheiden, dass man das erst skillen. Am Boden pennen. Ups. Alle, ups. Zieh ruhig deine Zigarre. So. Ich habe meine Abkürzung zu Hawks genommen. Hawkins. Ich hoffe, es ist wichtig. Ja, der nächste arbeitet. Danny arbeitet wieder. Ja, gut. Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Danke. Nimm dies. Jetzt ist die Frage, wie viel Arbeiter gibt's noch? Ich weiß den Danny, ich weiß den Fiedendum. Das sind Wachen. Jo. Kann mir keiner sagen, wo ich schlafen kann. Ricardo, du vielleicht? Warte. Doch, vielleicht. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. War sehr sehr hilfreich. Danke, Ricardo. Und Sam, ich will irgendwo schlafen. Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Ach nein. Lass mich raten. Roger? Ich sehe, du lernst schnell. Danke. Ich will ein Bett. Ich will, dass es wieder Tag ist. Wir wollen was sehen. Dann gucken wir mal wieder in die Richtung. Da liegt eine Schaufel. Da liegt ein Feuer. Und da sitzt ein Handlanger rum. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Nein. Da ist wieder eine Truhe, aber die lasse ich lieber. Ich habe Angst, diese Truhe zu öffnen. Keine
Sackel. So, ist schon besser. Achso, wir sind dann krass, die schließen. Tja! Das war eine kurze Fackelrunde, aber ich habe einfach im Sumpf zu viel Angst. Geht's nicht weiter. Da brennt einer. Ach, der Louis. Louis! Was willst du? Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen! Alles Arschkrampen! Alles Arschkrampen, habt ihr gehört? Die bescheißen sich da gegenseitig! Kannst dich auf keinen verlassen! Ich trau dir jedenfalls keine mehr! Okay. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger! Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Ja, ich glaube, das liegt an was anderem. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Bruger nur die Kämpfe unter sich, aber das stimmt nicht. Nicht? Alle haben Angst vor ihm. Bruger will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Du scheinst eine Menge über Bruger zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Bruger. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ja, ja. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Hier, bring mir was über die Jagd bei. Warum nicht? Also gut. Wenn ich mal Zeit hab, werde ich dir ein paar... Eine Quest abgeschlossen. Endlich, einem Bier! Leute, einem Bier! Hab grad keine Frage. Schade. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Zwei 200 Goldtiere ausweichen, schleichen, Geschick. Ja. Danke. Ich sagte danke. Oh, mach's gut, mein Freund. Hey, wir haben eine Quest abgeschlossen. Nice. Und es wird heller. Es wird heller, Leute. Ich glaube, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge ist es wieder hell. Und wir sehen uns dann am Dienstag oder spätestens Mittwoch in der nächsten Folge von Let's Play Risen wieder. Da schaffen wir wieder Arbeit ran. Tschüss.